Herzlich willkommen zu Quellwerk. Heute wollen wir einen heiklen Bibeltext angucken. Wir finden ihn in 2. Chronik 21, die Verse 12 bis 15. Dort heißt es, und es ist eine Gerichtsbotschaft, die Gott dort an diesen König hat, weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist, sondern auf dem Weg der Könige von Israel und von Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei angeleitet hast, nach der Hurerei des Hauses Ahabs, und weil du alle deine Brüder umgebracht hast, die besser waren als du. Siehe, der Herr wird dein Volk und deine Söhne und deine Frauen und all dein Besitz mit einer großen Plage treffen. Du aber wirst eine schwere Krankheit erleiden. Wow, hier wird ein Zusammenhang klar. Ein König, der eigentlich weiß, wie er in den Geboten Gottes leben soll, entscheidet sich bewusst gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Lebensplanung, gegen Gottes Anweisung. Er verführt das Volk zur Sünde und zieht damit den Fluch auf sich. Gott sagt, eine große Plage wird kommen. Krankheit wird in dein Leben hineingreifen. Und wir merken, er hat den Schutzwall Gottes aus dem Leben genommen. Normalerweise ist für niemanden, der mit Gott unterwegs ist, Krankheit bestimmt. Aber wenn wir aus dem Schutzbereich Gottes rausgehen, hat die Krankheit offizielles Anrecht, uns zu packen. Genauso, wenn wir in Sünde hineingehen, kann der Feind anfangen, unser Leben anzugreifen. Und genau das passiert hier. Normalerweise hält Gott Krankheit von uns fern. Wenn wir im Schutzrahmen der Liebe Gottes uns bewegen, dann ist um uns herum wirklich eine feurige Wand, die die Angriffe des Teufels fernhält. Machen wir aber durch unsere Sünde, durch unsere bewusste Rebellion, unser bewusstes Niederhalten des Wortes Gottes, machen wir dem Teufel bewusst die Tür auf, kommt er rein. In 5. Mose 7, Vers 15 sagt das Wort Gottes, und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Hier wird klar, Krankheit ist wie so ein Räuber, der uns überfallen will. Wenn Gott unser Schutz ist, muss der Räuber am Ende von uns ablassen, muss die Krankheit von uns ablassen und Heilung setzt sich durch. Ist Gott nicht unser Schutz, merken wir, wie die Krankheit immer stärker wird und wie sie wirklich ins Leben reindrückt. Und dieses Bild von einem Überfall, glaube ich, ist hilfreich zu verstehen. Gott möchte unser Schutz sein. Gott möchte immer mit uns sein. Und wenn wir auf seinen Wegen gehen und mit ihm gehen, dann ist er da. Dann ist er unser guter Hirte. Geht das Schaf aber weg, kann der Hirte es nicht beschützen und es wird zum Opfer der Wölfe. Gott möchte das nicht. Gott möchte dein Schutz sein. Und er möchte nicht, dass Krankheit dein Leben zerstört. In Matthäus 7, Vers 11 sagt das Wort Gottes, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben vermögt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Unser Vater im Himmel gibt uns nichts Böses. Er will uns das Gute geben. Wir sind wiedergeborene Kinder Gottes. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Gott möchte uns mit seinem Reichtum beschenken. Und wann immer Krankheit dich angreift, sei dir sicher, sie kommt nicht von Gott, sondern sie kommt immer vom Feind. Und lerne es, dich bewusst dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich bin Kind Gottes, Krankheit gehört nicht zu mir, Krankheit kommt nicht von meinem Vater im Himmel. Satan, in Jesu Namen, nimm dein Zeug weg von meinem Leben. Sei gesegnet.